So, hallo, guten Abend, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Jana Schanz auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, ich bin Jana Schanz, der Abenteurer der Captain America. Heute ist Freitag. Ich war schnell mal kurz beim Mediamarkt hier in Dürbach, wie heißt, wo der Supermarkt ist, und habe was gekauft. Und dann habe ich dann ja so da Angebote, DVDs, so Horrorfilme. Ja, und dann und das gekauft, und dann bin ich jetzt in diesen Laden gegangen, da unten rübergelaufen, der Imbissbude geguckt, hab angeguckt, und da ist ein Dönerladen drin, und der Dönerladen ist sehr gut. Sehr gut. Ich habe nämlich da ein Angebot gehabt, oder das ein Angebot ist immer, ein Jägerschnitzel mit Pommes und Salat für Getränke, also hat Cola getrunken, 11 Euro. Das ist der Dürbacher Drehspießbude. Hier. Die ist von Montag bis Samstag, geöffnet von 10 bis 22 Uhr. Ja, Uhrzeit jetzt ist ungefähr 16.45 Uhr. Ja, und der Laden ist hier drüben als Bedienung sehr nett. Sehr nett und sehr gut und schnell. Getränke kann man hier einfach rausnehmen. Da hat man, hier kurz genug essen. Man kann hier einen Döner essen. XXL-Döner oder wie jetzt Drehschichtspieler. XXL oder Hamburger, verschiedene Größe, oder Schießburger Größen. Currywurst mit Pommes. Alles wie normale Imbissbude, nur bloß extra noch Döner. Finde ich gut, und Essen. Ich habe von dem Essen und von der Speisekarte ein Foto wieder gemacht. Das kann das sehen, wie mein Schnitzel Pommes war. Und ich fand das einfach sehr gut, sehr lecker und sehr empfehlenswert an jeden. Für 11 Euro ist es echt günstig. Kommt da hier, also hier, oder könnt ihr noch zum Poco Demo gehen und zum Mediamarkt. Oder hier essen. Das ist ein guter Laden. Von dem Imbissbude. Hier. Da ist der Poco Tomeno. Und da ist der Mediamarkt. Ein sehr guter Imbissladen. Also sehr gut, sehr empfehlenswert. Sehr super Imbissladen. Also ich. So. Sehr empfehlen ist er. Also der Laden ist sehr zu empfehlen, sehr gut, sehr lecker, und also kriegt er schon echt cool aus, und man kann mal noch gut reden, der ist sehr nett und freundlich. Ja, und dann war ich noch hier drauf. Ihr wollt bestimmt auch sehen, was ich hier gekauft habe. Also da war ich ja beim Mediamarkt vorhin drin, das ist auch gut, die Bedienung ist freundlich. Also ich habe jetzt ein ganzes Angebot für das. Einmal war ich mit meinem GoPro-Akku. Hab zwei einzelne GoPro-Akkus bekommen von der GoPro Hero 8 Mac. Zwei einzelne. Und dann habe ich noch DVD gekauft. Thor, Love Hunter, wie heißt, der aus Kino war, und Batman. Ja. Und dann noch drei DVDs im Angebot. Für 1 Euro. Das war irgendwas. Eins war ein Monsterfilm mit riesen Ameisen, wo so Heavy Metal Konzert oder was in der Wüste angreift. Ja, cool, so aus. Dann war noch ein anderes. Eine versuchte ihre Schwester aus so einem düsteren, bösen Wald zu holen oder zu suchen, wo verschwunden ist. Und dieser Wald hat irgend so eine parallele Welt. Und da sind irgendwelche komische Monsterkreaturen. Und der andere Film ist irgendwo so, da sind Leute entführt worden. Unterirdisch, das sind hier Gänge, ich mache Experimente, die versuchen zu entkommen aus dem Labor und keine Ahnung. Und da müssen sie ja fliehen. Und da unten wurde irgendwo ein Relikt aus allen Zeiten. Ein Monster, was die hier erweckt haben. Für den Preis 1 Euro kann man es empfehlen, aber hier, der Laden, dort ist einfach nur gut. Und ihr habt direkt den Mediamarkt, einen Poco Tomeo, dort ist Hofballin, und da ist Aldi, und da geht es hoch zum Schenkelturm, da hinten ist Flyalarm, da sind noch mehr, was ist da hinten noch? Computer Götz, Schuhe, da ist auch sogar ein Fahrradladen, da hinten, also, was will mehr? Aus den Mauern. Ja, also das ist gut. Also, geht so diese Imbissbude dort. Ja, das ist ja gut. Eigentlich war es ein Dönerladen, aber ein Dönerladen, wo alles hat. Sowas kenne ich schon mal aus, wie heißt das nochmal, Kissingen, und der ist auch sehr gut. Und der ist auch sehr gut. Also ich habe mein Jägerschnitzel mit Pommes und Salat sehr gut genossen. Der war echt perfekt. Der Laden ist einfach perfekt, und der, ja,
mal das Spartan wieder. Und ich empfehle es bloß, weil es gut ist, wirklich. Dürbacher Frischbissbude. Ja, ich finde es nur, was wirklich gut ist. Und jetzt könnt ihr halt das Video sehen, wo ich unten gegessen habe und Bilder sehen. Und das war's dann. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hier hat sich der Nebel aufgezogen. Geht noch 8 Stunden unterwegs. Ja, Burgring, ein Kumpel. Ja. Ja, Nebel zieht sich auf. Es wird wieder kalt. Soll ja -2 oder 2 Grad werden. Alle anderen wünsche ich noch ein schönes Wochenende. Und guten Abend. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Werdet zwar wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und nicht die Glocke zu vergessen aktivieren. Und Ende der Videoaufnahme, also das, was ich euch empfehlen möchte. Jetzt kann er selber Video und Bild sehen und Dönerladen da unten. Also diese Imbissbude, wo sehr gut ist. Top. Daumen hoch. Ich würde 5 Sterne von 5 geben. Durch diese nette Bedienung, freundliche Bedienung und das gutes Essen. Und von dem Preis auch. Super, hier ist es over and out. Viele Grüße aus über hier in Würzburg, Gewerbegebiet Richtung Dürbach oder Verzöchern. Wisst schon, ich meine. Und PS noch, da war früher der Top 3 Markt. Duttenhofer Corporation. Ich glaube, ich war auch hier, kurz der Duttenhofer früher. Und früher war mein Metamarkt, weil noch ganz Metamarkt übernommen hat. War noch nicht oben, sondern unten die DVDs und so Spiele. Jetzt ist da alles oben. Und da war immer drüben noch eine Toilette. Ah, tschüss. Alles ist cool, wenn wir wild sind. Easy Deasy, just as um and out. Ich höre weiter. Schaut euch das Video an. Oh, das schaut lecker aus. Sieht halt voll lecker aus. Voll cool. Lecker. Das für 11 Euro. Fett Cola. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die 5 Freunde. Das erste Mal ohne Essen unterwegs. Genial. Die 5 Freunde sind zurück. Ihr wollt wissen, was bei deinem Dreh.
eins, so, eins, so, drei, vier, fünf Freunde, fünf Freunde, das sind wir. Fünf Freunde, das sind wir, wir sind fünf Freunde.